So, der nächste Beitrag, der amüsiert mich wirklich so ein bisschen, weil ich mir so denke, wir leben hier in Berlin. Unfreundlichkeit von Kellnerinnen und Kellnern gehört so ein bisschen zur Coolness der Stadt. Ich habe auch schon unglaublich nette erlebt, aber ich wohne in Friedrichshain. Es ist schon irgendwie so, dass ich mir manchmal denke, okay, ihr wärt eigentlich auch gerne freundlich, aber ihr glaubt, das gehört sich nicht. Möglicherweise, aber wer es nicht nötig hat, der muss auch nicht um Kundschaft buhlen. Die folgende Geschichte, die wir Ihnen erzählen, da ist tatsächlich dieses Pöbeln Programm und die Hütte ist voll. Hä? Spielt in Sydney, sollten wir vielleicht noch kurz dazu sagen. Ja, noch nicht bei uns, aber... Könnte. Bald. Ein herzlich willkommen darf man hier wohl eher nicht erwarten. Im Cairns geht es eben etwas ruppiger zu. Du bist der Freund, der pleite ist, richtig? Gib nicht alles auf einmal aus. Du bist also auch pleite, klasse, so siehst du auch aus. Genervte, unfreundliche Kellner, die den Gästen das Essen auf den Tisch knallen und immer einen patzigen Spruch auf den Lippen haben. Die Kunden lieben es. Es ist eines dieser Konzepte, bei denen man denkt, das könnte funktionieren oder auch nicht. Und es hat uns irgendwie überrascht, weil die Leute es offensichtlich lieben, beschimpft zu werden. Sie mögen es, die Kellner anzuschreien, während die Kellner sie anschreien. Das Konzept des Diners basiert auf der Redewendung, du bist so eine Karen. Als typische Karen wird eine nervige Person bezeichnet, die sich ständig über alles und jeden beschwert, Rechte einfordert und zur Klärung der oft absurden Situation unbedingt Vorgesetzte hinzuziehen will. Im Karens werden den Kunden jedenfalls am laufenden Band entsprechende Situationen geliefert, dafür sorgen die Kellner. In so gut wie allen anderen Gaststätten hat der Kunde immer Recht, hier hat er immer Unrecht und kann nichts tun, um Recht zu haben, außer uns vielleicht $500 Trinkgeld zu geben. Wir können also einfach jedem die Hölle heiß machen, wenn man einen schlechten Tag hat, kann man das mit zur Arbeit bringen. Übrigens, wer beweisen kann, dass er tatsächlich Karen heißt, bekommt ein Freigetränk. Das Konzept des Restaurants ist so erfolgreich, dass nun weltweit expandiert werden soll. Wer sich also mal wie eine echte Karen benehmen möchte, kann das vielleicht schon ganz bald im deutschen Ableger des kultigen Lokals.